Man kann sich fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erziehung und christlicher Erziehung? Was macht es aus, dass man Erziehung als christlich labeln kann? Das ist die Frage, die mir gestellt wurde, wenn es darum geht, einen auch theologischen Zugang zum Thema Erziehung zu wählen. Und meine Antwort heute darauf ist die Tatsache, dass nach der biblisch-christlich-jüdischen Vorstellung der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Das ist der eigentliche und der zentrale Unterschied oder das spezifische Merkmal dessen, was christliche Erziehung ausmacht. Und zwei Stichworte sind natürlich hier wichtig, nämlich Mensch und Gott. Mit dieser Aussage ist also gesagt, dass das Menschenbild und das Gottesbild, das man hat, sehr relevant ist für die Frage der Erziehung. Gleichzeitig ist damit auch deutlich gesagt, das Spezifische an christlicher Erziehung sind nicht bestimmte Erziehungsmethoden, auch nicht bestimmte Erziehungskonzepte, sondern das Spezifische ist eine bestimmte Weltsicht, Menschensicht und Gottessicht, die man hat. Ich möchte gerne im Referat so vorgehen, dass ich das zunächst etwas erläutere, dann in einem zweiten Schritt über Erziehungskonzepte und im dritten Schritt über Erziehungsmittel einige Gedanken weitergebe. Es gibt ein Handout mit den Folien von diesem Referat, das wird digital zur Verfügung gestellt durch die Organisatoren von diesem Tag. Ich denke, vermutlich per E-Mail kriegt man dazu Zugang. Und es gibt einige gedruckte Exemplare, die auch beim Ausgang aufliegen für diejenigen, die dann keinen digitalen Zugang haben. Wir starten also mit diesem Bibelwort ganz am Anfang der Bibel und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wir werden hier schon deutlich informiert, dass der Mensch auf zwei Seiten hin einen Bezug hat. Er hat einen Bezug zu Gott hin, im Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, er ist zwar im Bild Gottes geschaffen, aber er ist nicht Gott. Und eine zweite Differenz wird markiert, die zwischen den Vögeln im Himmel und den Fischen im Meer, man könnte kurz sagen, zwischen den Tieren. Der Mensch ist quasi eingespannt zwischen Gott und der Tierwelt, der Schöpfungswelt. Und in diesem Spannungsfeld erhält der Mensch seine Aufgabe. Man kann diese Aufgabe im weitesten Sinn als priesterliche Aufgabe charakterisieren. Ein Priester ist jemand, der zwischen Gott und die Welt tritt. Und zwar in beider Hinsicht, quasi gegenüber Gott repräsentiert er die Welt und gegenüber der Welt Gott. Das heißt, ein Priester ist jemand, der quasi eine göttliche Aufgabe für die Welt hat und die Welt nimmt und vor Gott bringt. Er stellt sich dazwischen, er repräsentiert Gott, er repräsentiert die Welt. Und das bedeutet, dass in dieser Teilhabe am göttlichen Handeln er auch teilhat am göttlichen schöpferischen Handeln. Er ist beteiligt an Gottes Schöpfung. Und das zeigt sich insbesondere darin, dass er dazu geschaffen ist, Leben zu fördern und weiterzugeben. Dass er also generativ ist, dass eine Generation nach den anderen kommt. Seid fruchtbar und mehrt euch, also in der Generativität. Und in Herrschen, also ein Gewaltwort, das wir haben und über das dann Martina Kessler sicher noch mehr uns sagen wird, und herrscht über die Tiere. Das heißt, selbst nicht ein Tier ist, sondern gegenüber den Tieren eine göttliche Funktion einnimmt. Wir können also nochmals fragen, was ist jetzt also das Typische an christlicher Erziehung? Und wenn man das rausfinden will, kann man auch immer das vergleichen, wie das mit anderen Erziehungskonzepten ist. Ich habe hier zwei Bücher als Literaturquelle verwendet, eines über
urchristliches Erziehungsdenken von Jentsch und eines über Urchristentum und Pädagogik von Rebell. Man findet beim Handout auf der hintersten Seite dann auch die genauen Literaturangaben. Und in beiden wird deutlich, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen christlich-jüdischem Erziehungsdenken und dem Erziehungsdenken der damaligen Umwelt, also dem damaligen griechisch-römischen Erziehungsdenken. Das war eigentlich vom Menschen her gedacht, anthropozentrisch, das heißt vom Menschen her gedacht. Man hatte einen großen Erziehungsoptimismus, das heißt, man hatte die Vorstellung, dass mit der richtigen Erziehung auch der richtige Mensch hervorgebracht wird. Und deshalb hat man auch auf Erziehungstechniken Wert gelegt. Man kann das an den Erziehungsvorstellungen beispielsweise von Sparta, der Stadt Sparta, ablesen. Und es war aristokratisch, das bedeutet, es kommt nur den edlen Kindern zugute. Nicht allen Kindern, sondern nur der Oberschicht der Kinder. Demgegenüber zeichnet sich das Alte und Neue Testament im Erziehungsdenken dadurch aus, dass es auf Gott ausgerichtet ist, theozentrisch. Und das hängt genau damit zusammen, dass der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Das wichtigste Erziehungsmittel, könnte man sagen, ist Gottes Wort selbst. Ansonsten gibt es keine Pädagogik. Also die Bibel ist kein Lehrbuch für Pädagogik und es gibt auch keine ausführlichen Angaben, wie Kinder erzogen werden sollen. Dafür das, was da steht, hat einen universalen Charakter, gilt für alle Menschen, Männer und Frauen, Junge und Alte, solche der Oberschicht und solche der Unterschicht. Wenn wir das also nochmals anwenden, könnte man sagen, und ich mache es jetzt für das Neue Testament verwendet und präsentiert uns überhaupt keine neuen Erziehungsmethoden im Vergleich zur Umwelt, sondern stellt die ganze Erziehung unter das Licht Gottes, unter das Licht des Evangeliums mit den Worten von Jentsch. Das NT proklamiert keine neuen Erziehungsmethoden, es stellt vielmehr die Erziehung unter das Evangelium. Das hat zwei große Folgen. Erstens bedeutet es, dass wenn man an Gott festhält, dass es die Rolle der beteiligten Personen relativiert. Das heißt, weder die Erziehenden noch die zu Erziehenden sind Gott. Weder die Eltern sind Gott, noch die Lehrer sind Gott, noch die Kinder sind Gott. Kein Mensch ist Gott. Es ist also eine Relativierung, eine Selbstbegrenzung der an der Erziehung beteiligten Personen. Und das Zweite ist, mit dem Stichwort des Evangeliums, dass also es da eine Größe gibt, die uns mit Gott verbindet, relativiert sich auch das Erziehungsgeschehen selbst. Wenn man so was sagen könnte, was ist das typisch Christliche an Erziehung, dann wäre die Antwort, dass Christen nicht an Erziehung glauben. Dass man Erziehung nicht überschätzt. Und ich weiß, das ist jetzt quasi gesagt, wie es sein sollte. Ich weiß, dass es auch in christlichen Kreisen immer wieder vorkommt, dass man denkt, mit der richtigen Erziehung könnten wir die Ziele erreichen, die wir eigentlich haben. Aber wenn man jetzt theologisch das Ganze ansieht, muss man sagen, das typische Merkmal ist eine Selbstbescheidung, wenn es um Erziehung geht. Also eine Art Selbstzurückhaltung, um zu wissen, ich kann es nicht und es gibt nicht das richtige Konzept. Diese theologische Haltung, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, widerspricht allen, die versuchen, Erziehung in den Griff zu kriegen. Dass Erziehung daher eine Überforderung ist, ist ganz normal und entspricht voll und ganz dem christlichen Menschenbild. Und wenn das Ziel von Erziehung ist, diese Überforderung loszuwerden, dann geraten wir eher auf eine gefährliche Spur. Natürlich gibt es viele Hilfen und alles rundherum, aber das wäre das große Bild. Deshalb darf Erziehung auch nicht verzweckt werden. Deshalb muss man von jedem erzieherischen Hochmut wegkommen. Deshalb darf man weder Eltern noch Kinder verabsolutieren, weder die Gesellschaft noch die Schule. Deshalb gibt es kein erfolgsversprechendes Erziehungsmodell und deshalb gibt es entgegen dem Titel von heute kein Rezept für gelingende Erziehung. Und damit sind wir am Ende vom heutigen Tage und ich wünsche Ihnen alles Gute. Es gibt
Erziehung darf nicht verzweckt werden. Wir sehen das in allen totalitären Systemen, dass wenn man Leute reinzwingen will in totalitäre Systeme, dass man totalitäre Erziehung beginnt. Und der christliche Glaube ist quasi da dem diametral entgegengesetzt, indem er warnt davor, Erziehung absolut zu setzen. Wir haben einen begrenzten Einfluss auf unsere Kinder und das ist gut so. Wir haben einen begrenzten Einfluss auf unsere Schülerinnen und unseren Schülern und das ist gut so. Meine Kinder sind nicht mein Ebenbild, sondern sie sind Gottes Ebenbild. Deshalb hat Gott die letzte Verfügungsgewalt über sie und nicht ich. Und dieser quasi erzieherische Relativismus steht am Anfang von allen Überlegungen einer christlichen Erziehung. Was bedeutet das für den Umgang der Bibel? Es bedeutet zunächst, dass die Bibel kein Erziehungsbuch ist. Sozusagen eine Art Erziehungsratgeber, in dem man einige Stellen rauspflücken kann und sagen, jetzt wissen wir, wie Erziehung geht. Die Bibel ist ein Buch, das uns mit Gott in Verbindung bringt. Es gibt uns nicht Anweisungen oder ist nicht dafür gedacht, dass es jetzt als Erziehungsratgeber veranschlagt werden kann. Es hat aber sehr, sehr wohl die Bibel einen hohen pädagogischen Einfluss, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen ist es ein zentraler Lerninhalt des Erziehungshandelns, dass man den Gott, der sich in seinem Volk offenbart hat, durch die Bibel kennenlernt. Das heißt, dass daher die biblischen Geschichten, die biblischen Lehren einen wesentlichen Lerninhalt der christlichen Erziehung spielen. Und die Tatsache, dass es da einen Gott gibt, dem es gefällt, sich in Form eines Schriftstücks uns Menschen mitzuteilen, hatte zur Folge, dass die Kulturtechniken, die dafür notwendig sind, sehr bedeutsam sind für Erziehung. Dass man also lesen und schreiben lernt, dass man lernt, Texte zu verstehen, dass man überhaupt lernt, mit Texten umzugehen, das gehört zum wesentlichen Grundgerüst einer christlichen Erziehung, weil das ja die Art und Weise ist, wie wir überhaupt etwas von Gott erfahren können, weil er sich so uns mitteilt. Alles also, was unseren Umgang mit Texten stärkt und fördert, ist zentral für die Allgemeinbildung. Deshalb ist es nicht zufällig, dass allgemeinbildendes Lesen und Schreiben im christlichen Kontext entstanden ist. Im Kontext eines Glaubens, der damit rechnet, dass diese Schriftstücke nicht zufällige Schriftstücke sind, dass sie auch nicht bloß Schriftstücke von Menschen sind, sondern dass Gott selbst sich uns darin mitteilt und uns einen Zugang zu sich verschafft. Wenn man als Mensch also Ebenbild Gottes sein will, das muss man sich daher auch mit der Bibel auseinandersetzen, weil sie uns zeigt, wer dieser Gott ist, dessen Ebenbild wir sein sollen. Und das hat bestimmte Folgen für die Erziehung. Und jetzt sieht man, was aber kein grüner Kreis ist hier die Erziehungsmittel. Darauf komme ich dann später noch. Ich könnte es auch so sagen, die Bibel ist kein pädagogisches Lehrbuch. Es ersetzt kein pädagogisches Lehrbuch und umgekehrt wird kein pädagogisches Lehrbuch durch die Bibel ersetzt. Also quasi kann auch nicht ersetzt werden, sodass ich jetzt pädagogische Lehrbücher oder Erziehungsratgeber nehmen könnte und sagen, jetzt brauche ich die Bibel nicht mehr. Das ist das tollste, das beste Erziehungsbuch, jetzt kann ich die Bibel vergessen. Das heißt, das sind zwei verschiedene Genres und wir benötigen beides. Der letzte Aspekt in diesem ersten Teil betrifft die Erziehung als Teil der Kultur. Wenn man das anschaut, heißt das, Juden und Christen haben ihre Kinder eigentlich nicht viel anders erzogen als im damaligen Umfeld. Sie haben die gleichen Erziehungsmethoden verwendet und diese aber eher etwas relativiert im Vergleich zum Umfeld. Das bedeutet aber, christliche Erziehung ist immer eine kulturell bedingte Erziehung. Es gibt nicht so etwas wie die christliche Erziehung, die zu allen Zeiten richtig ist. Deshalb gibt es eine Geschichte der christlichen Erziehung. Deshalb erziehen Christen heute ihre Kinder anders, als man sie vor 100 Jahren erzogen hat. Deshalb gibt es auch eine Entwicklung in der
in den Erziehungsvorstellungen und das gehört mit zu den schönen Dingen, die Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und deshalb braucht es auch eine Kontextualisierung, also die Frage, wie wir das, was wir von Gott verstehen, auf unsere heutigen Erziehungsformen anwenden. Auch das macht uns demütig. Es ist für uns einfach, 100 Jahre zurückzuschauen und zu sagen, was unsere Großväter und Väter falsch gemacht haben in der Erziehung. Und es kann sich leicht so etwas wie ein gesellschaftlicher Hochmut einschleichen. Wir sind die Ersten, die gewaltfreie Erziehung erfunden haben und die das praktizieren. Und wir haben jetzt sozusagen das Ei des Kolumbus gefunden. Und jetzt endlich ist der Durchbruch gelungen zu einer richtigen christlichen Erziehung. Wir müssen hier viel demütiger sein. Wir wissen nicht, was in 3 Generationen, wenn hier wieder ein Kongress stattfindet, in 100 Jahren, was die über uns sagen, wo wir unsere blinden Flecken hatten. Und selbst wenn wir denken, wir spüren an bestimmten Orten bestimmte Dinge richtig, und ich glaube, das ist bei der Gewaltthematik tatsächlich so, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass wir auch kontextuell bedingt sind. Wenn wir also heute darüber nachdenken, wie gelingende Erziehung stattfindet, wenn wir das auch tun und auch nicht zuletzt unter dieser Frage, wie Gewalt in Erziehung reinspielt, dann ist das eine typisch kontextuelle Frage, die uns heute betrifft. In 100 Jahren werden vielleicht ganz andere Fragen relevant sein. Vielleicht könnte es in 100 Jahren zeigen, dass viel relevanter als die Frage, ob man Schläge gekriegt hat, die Frage war, wie man mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Und dass das einen viel größeren Einfluss hat auf die Entwicklung. Ich weiß es nicht. Das lässt sich jetzt nicht sagen. Wir sind da viel zu narrow-minded, viel zu quasi engstirnig, um über unseren Horizont alles herauszusehen. Es kann also sein, dass sich manches wieder ändert. Und das, was wir heute nach unserem Empfinden als gute christliche Erziehung empfinden, dass es der nächsten Generation genauso geht wie uns mit der vorhergehen. Weil auch unsere Väter und Mütter haben das, was sie getan haben, nicht als schlechte christliche Erziehung empfunden. Sondern sie haben so erzogen, wie sie es als richtig empfunden haben. Und so werden wir es heute auch tun. Und vielleicht zeigt sich erst im Rückblick, dass auch wir wieder unsere blinden Flecken haben. Vielleicht werden unsere Ururenkel uns anklagen, dass wir unsere Kinder viel zu wenig auf Widerstandsfähigkeit hin erzogen haben. Vielleicht werden sie uns anklagen, dass wir ihnen viel zu wenig Schwierigkeiten im Leben zugemutet haben. Vielleicht werden sie uns anklagen, dass wir ihnen keinen sinnvollen Umgang mit Konsum beigebracht haben. Was auch immer die Themen sein könnten, die mal kommen werden, es kann sein, dass wir da ganz, ganz viele blinde Flecken haben. Eines der ganz wesentlichen Dinge als Mensch in der Frage, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist, besteht darin, dass er eine unbedingte Würde hat. Und damit kommen wir jetzt hier einen Schritt weiter, weil das bedeutet, dass der Mensch in seinem Menschsein gewürdigt wird. Man kann das auf 2 Seiten relativ einfach skizzieren. Das eine, wenn ein Mensch Gott sein will, entspricht das nicht seiner Würde als Mensch. Und wenn ein Mensch Tier sein will, entspricht es auch nicht seiner Würde als Mensch. Das heißt, immer dann, wenn sich Menschen für zu überheblich für Gott halten oder sich nur wie ein Tier benehmen, entsprechen sie nicht dem, wozu sie geschaffen sind. Aus heutiger Sicht kann man sagen, der Mensch ist beides. Er ist grausam und großartig. Er ist zu großartigen Dingen fähig oder er ist grausam. Und vielleicht, wenn ich selbst in den Spiegel schaue, dann sehe ich so etwas großartig und etwas grausam, und wenn ich etwas tiefer grabe, sehe ich, ich könnte eigentlich noch großartiger sein und ich könnte auch noch grausamer sein. Aber so, es bedeutet, dass wir auch nicht mal die Menschheit einteilen können in quasi, das sind die Großartigen und das sind die Grausamen, sondern dass das durch jedes Herz geht, dass wir zu beidem fähig sind, zu Großartigem und zu Grausamem. Und das ist genau, weil wir zwischen Gott und Tier eingespannt sind.
Das ist das, was die Bibel auch als Sünde bezeichnet. Aus dieser Perspektive könnte man sagen, Sünde besteht im Kern darin, dass der Mensch nicht Mensch sein will, sondern Gott sein will oder sich wie ein Tier verhält, sich quasi nicht in dieser Bestimmung Ebenbild Gottes zu sein sieht, sondern als Teil, der nicht als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, das wäre als Tier, oder als Teil, dass er wie Gott sein will. Das Nicht-Mensch sein wollen bedeutet, dass eigentlich Erziehung darauf ausgerichtet ist, dass man Mensch ist. Also das Ziel der Erziehung aus christlicher Sicht ist, dass ein Mensch das ist, wozu er bestimmt ist, und das bedeutet, dass er Mensch ist. Darin entfaltet sich seine eigentliche Bestimmung. Und deshalb habe ich es so formuliert, dass die Ebenbildlichkeit Gottes Ausgangs- und Zielpunkt ist. Und der Bildungsprozess oder der Erziehungsprozess ist der Prozess, in dem das offenbar wird, was Gott in uns hereingelegt hat, was vielleicht auch noch verborgen ist. Der Bildungsbegriff selbst stammt von dieser Wahrheit der Ebenbildlichkeit Gottes, dass Bildung im Kern bedeutet, dass im Mensch herausgebildet wird, was in ihn hineingelegt ist, nämlich dass er im Bild Gottes geschaffen ist. Deshalb ist der Bildungsbegriff auch auf christlichem Boden entstanden und bedeutet, dass der Mensch zu seiner Bildung zurückfindet, zu seiner Ebenbildlichkeit, dass sich die in seinem Leben realisiert. In der Reformationszeit war es besonders der großartige Pädagoge Johann Amos Comenius, der seine ganze Erziehungslehre darauf beruht hat, dass Erziehung bedeutet, den Menschen zur Ebenbildlichkeit Gottes zu führen, beziehungsweise dass das offenbart wird in seinem Leben und zur Geltung kommt. Bildung bedeutet also, dass ein Mensch erlöst wird, dass er wieder Mensch sein kann. Etwa so, wie es in Kolosser 3,19 heißt, macht einander nichts vor, ihr habt den alten Menschen angezogen und den neuen abgelegt und den neuen angezogen, der erneuert wird nach dem Bild seines Schöpfers, also eines Prozesses, der uns jetzt begleitet, diese Erneuerung der Ebenbildlichkeit, Werdung und mit der Perspektive, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Mit diesen Gedanken schließen wir den ersten Teil ab nach dem Erziehungsverständnis und gehen zum Erziehungskonzept. Man kann das ganz grob einteilen in diese zwei Metaphern vom Bildhauer und vom Gärtner. Bildhauer ist das Motiv, dass das Kind geformt werden muss, dass also eine Gewalt von den erziehenden Personen auf das Kind hineintrifft, damit aus dem Kind das geformt wird, aus dieser unförmigen Masse, was es eigentlich sein soll, während das Gärtnerbild eher das ist, was den Menschen wachsen lässt. Die Formung, könnte man sagen, beachtet vielleicht stärker die Sündhaftigkeit des Menschen, dass er quasi nicht alles Gute in sich selbst hat. Das Wachsenlassen betont mehr das Potenzial, das der Mensch in sich hat, was in ihn hineingelegt ist und was zur Entfaltung werden kann. In diesem Entwicklung oder in diesen beiden Konzepten, die zielen auch auf unterschiedliche Größen. Das Formen zielt auf die Sozialisation. Das heißt, dass jemand in die Gesellschaft angepasst wird, dass jemand sich anständig verhält, dass jemand das sozial erwünschte Verhalten und Bewusstsein erlangt. Während das Wachsenlassen auf die Emanzipation zielt, also auf das Herausbilden des ganz Eigenen. Im Vordergrund der Sozialisation steht das Wir, bei der Emanzipation ist es das Ich. Beim Formen geht es um die Bindungskräfte, wie wird ein Kind eingegliedert in die Gemeinschaft, bei der Emanzipation um die Gestaltungskräfte, die das Kind selbst hat. Beim Formen steht stärker die Beziehung im Vordergrund, bei der Emanzipation die Freiheit. Beim Formen geht es darum, dass ein Kind angepasst wird, bei der Emanzipation, dass es sich selbst entfaltet wird.
In der Geschichte der christlichen Pädagogik und überhaupt der Pädagogik gab es eine Entwicklung hin von einer repressiven Erziehung zur Reformpädagogik, also von einem Konzept, in dem man eher vom Bildhauermotiv ausgegangen ist, eher zum Gärtnermotiv. Wichtige Personen auf diesem Weg waren Jean-Jacques Rousseau mit seinem Konzept der natürlichen Entwicklung. Also das Problem der Erziehung war nach Rousseau nicht das Kind, sondern die Erziehung selbst. Und das Weglassen von Erziehung ermöglicht die bessere Entfaltung des Kindes. Oder man kann an Montessori, an die kindgerechte Umgebung denken, die es dem Kind hilft, dass es sich gut entfalten kann, bis hin zu den Projekten in der 68er-Bewegung einer anti-autoritären Erziehung rund um Alexander Sutherland Neill und seinem Projekt in Summerhill, wo man versucht hat, eine solche anti-autoritäre Erziehung ganz zu tun. Im christlichen Milieu hat ganz besonders gegenüber der 68er-Bewegung dann so ein Gegentrend eingesetzt, weil man auf keinen Fall anti-autoritär erziehen musste. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Erziehung mit der Rute in manchen christlichen Erziehungsratgebern propagiert worden. Ich denke auch vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund als Anti- oder als Gegenreaktion gegen die anti-autoritäre Erziehung. In den letzten Jahrzehnten gab es eher wieder eine Bewegung von der anti-autoritären Erziehung weg, etwas Richtung Mitte, durch integrative und multidimensionale Ansätze. Dann gibt es plötzlich Bücher, die heißen Kinder brauchen Grenzen und man fragt sich, wo ist jetzt da hier die anti-autoritäre Erziehung? Und es gibt einen Aufruf wie von Bernd Arbeck, Kinder brauchen Erziehung, die vergessene pädagogische Verantwortung. Und man merkt, man hat hier vielleicht etwas übersteuert. Und das Erziehungsgeschehen wird vielmehr als Beziehungsgeschehen erfasst, das ein sehr komplexes System ist in vielen verschiedenen Fällen. Wenn ich diese Entwicklung so kurz skizziere und jetzt mit unserem Thema des Menschen als Ebenbild Gottes in Verbindung bringen, dann würde ich sagen, beide haben recht. Mensch als Ebenbild Gottes halte ich für die sozusagen perfekte Perspektive, um zu sagen, wir benötigen beides. Wir benötigen das Formen und das Wachsenlassen. Wir benötigen das Wir und das Ich. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen und ist trotzdem ganz eigenständig. Aus dem christlichen Menschenbild geht sehr klar hervor, dass die Individualität des Menschen und die Sozialität des Menschen beide gleich wichtig sind. Der technische Begriff heißt gleich ursprünglich. Gleich ursprünglich bedeutet, dass man nicht das eine vom anderen ableiten kann. So, der Mensch ist ein soziales Wesen und dann auch noch etwas individuell. Oder der Mensch ist ein Individuum und daraus ergibt sich irgendwie die Sozialität. Sondern dass beides gleich ursprünglich ist, bedeutet, von Anfang an hat Gott den Menschen als Individuum und in Sozialität geschaffen. Und der Grund ist ganz einfach, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Der christliche Glaube glaubt an einen dreieinigen Gott. In Gott selbst ist das genau abgebildet, die Individualität und die Sozialität. Die Gemeinschaft und der Einzelne, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die eine quasi eine Wir-Gemeinschaft, eine göttliche Wir-Gemeinschaft bilden und doch ihre eigene Individualität haben. Und wenn Gott jetzt sein Wesen, das beides zeigt, ich und wir, in den Menschen hineinlegt, verwundert es nicht, dass auch beides im Menschsein zur Geltung kommen muss. Und deshalb werden wir immer mit der Spannung leben, geht es jetzt mehr darum, dass man anständig ist mit den Mitmenschen oder dass sich mein eigenes entfaltet. Wir werden diese Spannung nie einfach lösen können. Und wenn man nur auf die eine oder auf die andere Seite geht, dann wird es schwierig, dann wird es quasi ungesund. Wir Menschen benötigen diese Spannung. Genau daran wachsen wir, gerade dadurch entwickeln wir, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen meinem Ich und dem Wir, in das wir hineingestellt haben. Und dass Erziehung daher auf beides ausgerichtet ist, auf das, was uns mit dem Mitmensch verbindet
und auf das, was uns vom Mitmenschen unterscheidet. Auf das, was uns einzigartig macht und auf das, was uns als Teil der menschlichen Gemeinschaft erfahren lässt. Beides ist gleich ursprünglich in Gott verankert. Damit komme ich zum letzten Teil, zu den Erziehungsmitteln. Wenn man jetzt also fragt, der Mensch als Ebenbild Gottes, welche Erziehungsmittel soll man jetzt anwenden? Dann würde ich in erster Linie nochmals zurückgehen auf den ersten Teil und sagen, es gibt nicht die christlichen Erziehungsmittel, die zu allen Zeiten und an allen Orten, also kontextunabhängig, gelten. Erziehungsmittel sind auch immer gesellschaftlich bedingte Mittel. Aber wir können aus den vorherigen Überlegungen eine andere Frage stellen, also nicht, welches sind die richtigen Mittel, sondern welche Mittel dienen am besten zu? Zu was nämlich? Welche Mittel fördern die Erfahrung, dass ich als Ebenbild Gottes geschaffen bin? Und das gilt ja für die erziehenden Personen und für die zu erziehenden Personen. Beide sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Mutter, Vater, Lehrer, Lehrerinnen, Kinder, Schülerinnen, Schüler, du und ich. Das bringt uns sozusagen auf die gleiche Ebene. Also in Sachen Ebenbildlichkeit stehen wir auf der gleichen Ebene, egal in welches Setting man sich aussucht. Was entspricht also der Ebenbildlichkeit Gottes? Man kann sich fragen, was fördert die Sozialität des Menschen? Wo muss man also sich formen lassen? Wo muss ich mich formen lassen, weil ich mit meiner Eigensinnigkeit zerstörerisch bin? Und das ist eine Ehrlichkeit, die auch zum christlichen Glauben gehört, dass ich weiß, in mir drin gibt es ganz starke Kräfte, die zerstörerisch sind, die beziehungszerstörerisch sind. Man mag die Egoismus nennen oder wie auch immer, oder Selbstüberschätzung oder Minderwertigkeitskomplexe oder gib ihnen welchen Namen auch immer, aber es ist das Wissen, in mir drin sind Kräfte, die zerstörerisch sind. Und weil die in mir drin sind, deshalb kann ich mich nicht einfach nur auf mich selbst verlassen. Weil wenn ich mich nur auf mich selbst verlasse, weil ich quasi nur rauslasse, was in mir drin ist, dann kommt auch was Zerstörerisches raus. Deshalb habe ich es nötig, dass ich mich formen lasse, dass ich mich in die Gemeinschaft mit Gott hineinformen lasse und dass ich mich in die Gemeinschaft mit den Mitmenschen hineinformen lasse. Das heißt, ich habe es nötig, dass es einen Bildhauer gibt, der an mir arbeitet. Ich muss an mir arbeiten lassen. Ich halte übrigens die christliche Gemeinde als ein hervorragendes Modell, einen hervorragenden Ort, wo wir einander etwas helfen können, sich sozusagen die Ecken und Kanten abzuschleifen, die eine solche zerstörerische Wirkung haben können. Und die erste Frage wäre Ebenbildlichkeit Gottes, die zweite, fördert sie die Sozialität, die dritte, fördert sie die Individualität. Versucht sie, das Kind sozusagen zu einem Massenprodukt zu machen, damit einfach das erwünschte Verhalten antrainiert wird, oder zeigt sich hier auch die Individualität? Christlicher Glaube könnte nie mit Menschen als Massenprodukten fertig werden. Das würde dem christlichen Menschenbild zutiefst widersprechen. Deshalb gehen quasi auch all diese Methoden, die eher auf Manipulation ausgerichtet sind, die versuchen quasi aus der Vielfalt der Menschen den einen typisch gesellschaftlichen akzeptierten Typen herauszubilden, gehen da nicht auf. Es braucht eben beides, das Wachsenlassen und das Formen. Wir brauchen also die Freiräume des Wachsenlassens, die Freiräume, dass sich das entfaltet, was Gott in dich hineingelegt hat, auch für dich spezifisch, was deine Individualität auszeichnet, deine Gaben, dein Potenzial, das Gott in dich hineinlegt. Dass das aber auf eine Weise zur Geltung kommt, die das Wir fördert und auch dem Wir dienlich ist. Das bedeutet, dass es im Kern zielgerichtete Mittel gibt. Es sind Mittel, die der Menschenwürde entsprechen, die dem Mensch erlauben, weder Gott noch Tier zu sein. Das sind solche Mittel, die eingespannt sind.
Es spricht auf jeden Fall gegen Mittel, die eine schnelle und einfache Lösung haben. Das gibt es nicht. Das kann man mit Tieren besser machen. Auch selbst dort ist es schwierig. Also ich habe wenig Erfahrung, außer mit dem Trainieren von Meerschweinchen. Aber ansonsten ist mein Erfahrungshorizont sehr, sehr schwierig. Die ließen sich auch nicht wirklich trainieren. Aber es gibt keine schnellen, einfachen Lösungen. Es gibt auch sozusagen, es ist eine Warnung vor trügerischen, kurzfristigen Zielen in der Erziehung. Kurzfristige Ziele werden, können wir es möglichst schnell erledigen, können wir es abhaken, haben wir möglichst schnell ein friedliches Zuhause. Das heißt, um Streit zu vermeiden, gibt man nach oder schaut, dass irgendwie möglichst eine einfache Lösung kommt, dass wir unseren Eltern stolz waren. Das ist ja manchmal nicht einfach, wenn dann man unterwegs ist im Zug und das Kind schreit und jetzt will man doch als Eltern doch zeigen, dass man nicht ein Rabenvater oder eine Rabenmutter ist und versucht die schnellstmögliche Lösung, dass das Kind nicht mehr schreit, was aber nicht das Beste ist und das Motiv ist eigentlich gar nicht, dass es dem Kind gut geht, sondern dass es mir als Eltern gut geht, dass es mir als Vater gut geht, dass ich mich wieder wohlfühle da im Zug mit dem schreienden Kind, dass wir unser Kind vor Mühen bewahren und dass wir perfekte Eltern sein wollen. Ich habe hier diese Liste aus dem Buch von Mamalakis, Große Ziele, kleine Schritte. Es ist ein orthodoxer Christ, der in diesem Buch einige der Erkenntnisse festgehalten hat. Ich halte es für ein sehr tolles Erziehungsbuch, gerade in der Hinsicht. Es ist nicht unbedingt ein Buch, das jetzt wahnsinnig viele konkrete Tipps für alles Mögliche gibt, aber das den großen christlichen Horizont aufspannt in der Logik, dass Gott uns dazu befähigt hat, Menschen in eine solche Richtung zu prägen, dass sie in dieser Kombination von Selbstständigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit heranwachsen, von ich und wir mit diesen großen Zielen. Es bedeutet also, dass wir zielgerechte Mittel bringen, einsetzen, die die unbedingte Menschenwürde achten, dass wir achten und dass ich achten. Das bedeutet auch, dass erzieherische Mittel immer in einem Gesamtfeld betrachtet werden müssen und dass es da auch unterschiedliche kontextuelle Situationen gibt. Man kann denken an die Eltern, an das Kind, an die Situation selbst, an die Kultur und das alles soll uns nochmals bewahren vor Mittelgläubigkeit und es soll uns auch bewahren vor einem monokausalen Denken. Das wäre ein Denken, wo man denkt, weil ich das gemacht habe, deshalb ist das Kind so rausgekommen. Also quasi Ursache-Wirkung-Denken, Erziehung als die eine Ursache und Wirkung ist, wie Kinder rauskommen. Es gibt also große Studien, die versuchen, überhaupt den Einfluss des Erziehungsfaktors auf das Menschsein herauszufinden, wie groß der ist. Die variieren irgendwo so zwischen 20% und 50%, je nach Studienanlegen. Aber selbst in diesen Studien, wenn man versucht, das zu messen, ist deutlich, Erziehung ist längst nicht der einzige Faktor, der aus dir macht, was du bist. Und das glaube ich, kann uns auch ein Stück weit Gelassenheit geben, dass wir ohne ein zu verkrampftes und verkorktes Konzept an Erziehung rangehen. Es braucht daher einen Mittelmix. Man kann solche Mittel einteilen in formative Mittel, das sind Mittel, die formend auf das Kind einwirken, ohne Worte, durch das, was man mit einem Kind macht. Dazu gehört natürlich das Vorbild der Eltern. Ja, also wenn du dem Kind sagst, es gibt keine Zwischenmahlzeiten, dann solltest du ja selbst auch keine nehmen. Also so. Oder die Regeln, die du im Umgang mit den Teenagern, mit dem Handy aufstellst, ist vielleicht gut, wenn du dich auch daran hältst. So ähnliche Dinge. Die Nähe, Rituale als ein wichtiges Element der Bildung, weil man verdichtetes Verhalten hier einübt, Erfahrungen, die man mit dem Kind macht, Übungen, die praktischen Tätigkeiten, Mitwirkung im Haushalt und was immer es zu tun gibt. Wenn Kinder lernen sollen, ihrem Verhalten Grenzen zu setzen, müssen sie sehen, dass auch wir als Eltern unser Verhalten begrenzen. Das ist die ganz einfache Logik. Wir können nicht von den Kindern erwarten, dass sie lernen, mit Grenzen umzugehen und wir wollen es selbst nicht.
Daher ist Kindererziehung auch oft eine Erziehung an sich selbst. Ich würde sagen, ich bin wohl nie so an meine eigenen Grenzen gekommen in der Kindererziehung. Das liegt nicht daran, dass ich nicht liebe Kinder habe. Ich habe ganz wunderbare Kinder. Da wird ja einem das eigene Ich nochmals ganz neu gespiegelt in diesen Herausforderungen. Deshalb ist die Erziehungsaufgabe häufig eine Aufgabe an sich selbst. Ich halte daher Erziehungsratgeber, die stärker auch auf die Selbstreflexion der Eltern zielen und auf die Arbeit der Eltern an sich selbst für sehr weise. Das heißt, es ist eher eine Entwicklung der Eltern als nur der Kinder. Dann kann man an die kommunikativen Erziehungsmittel denken, ans Zuhören, ans Erzählen, ans Ermutigen, ans Besprechen und an die korrektiven, Zurechtweisen, Konsequenzen, Lohn und Strafe. Das wird ja ein Thema sein, das auch am heutigen Tag noch vertieft wird, zumindest im Workshop, den ich anbiete, auch der Umgang mit Körperstrafe in entsprechenden Stellen in der Bibel. Ich mache das hier jetzt zum Schluss nur noch knapp, aber verweise auch nochmals auf Mamalakis, auf das Buch. Er sagt, es macht Sinn, wenn man auf Kinderverhalten reflektiert und bewusst antwortet, statt instinktiv reagiert. Das Antwortgeben beinhaltet, dass man sich überlegt, was sind die Ursachen des Verhaltens des Kindes und ähnliche Dinge und welche Wirkung erzielt es. Das halte ich für sehr sinnvoll und daraus schließt er, und ich schließe mit zwei Zitaten, bei der Erziehung geht es nicht um Strafen, sondern um Disziplin. Disziplin ist die beharrliche Antwort auf kindliches Fehlverhalten, die Lernen und Wachstum ermöglicht. Dazu gehört, Grenzen zu setzen und Konsequenzen festzulegen. Es bedeutet, dass wir nicht die Probleme für Kinder lösen, sondern helfen, dass sie sich selbst ihnen stellen können. Das bedeutet dann für die Körperstrafen, weil das ein Thema ist heute, schließen wir damit. Das Problem der Körperstrafe ist, dass sie nie wirklich angebracht sind, aber sehr leicht missbraucht werden können. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass wir unsere Kinder mit unseren Worten nicht beschämen, demütigen oder entmutigen sollten. Prügelstrafen tun jedoch nicht nur körperlich weh, sondern senden zugleich all diese negativen, destruktiven Botschaften an unsere Kinder. Eine Körperstrafe ist zudem eine Konsequenz, die in den allermeisten Fällen keinen Bezug zum Fehlverhalten des Kindes hat. Sie ist respektlos, weil wir häufig versucht sind, sie im Zorn einzusetzen. Und sie ist nicht vernünftig, weil sie als Folge auf ein kindliches Handeln viel zu schwerwiegend ist. Inzwischen hat sich weitgehend die Erkenntnis durchgesetzt, dass Kinder... Moment schon. Dass Kinder keine Schläge brauchen, um zu gedeihen, sondern bloß feste Grenzen. Kinder, denen keine festen Grenzen gesetzt werden, wachsen verwöhnt auf. Unsere Route sollte daher feste Grenzen und klare Konsequenzen sein, die prompt und ohne negative emotionale Intensität angewandt werden. Das ist ein Thema, das wir dann im Workshop auch nochmals vertiefen. Aber es ist ein Beispiel, wie man auch mit den entsprechenden Textstellen in der Bibel umgehen kann. Wir halten uns das große Ziel nochmals vor Augen. Am Ende geht es darum, dass wir selbst umgewandelt werden ins Bild Gottes, wie es hier heißt. Wir alle schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es der Geist wirkt. Vielen Dank, Stefan. Das hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Und ich bin froh, hast du so einiges relativiert. Auch wenn für mich das Spannungsfeld dadurch noch stärker wurde. Tut mir leid, aber so ist es. Deine Aussagen, wir sollen demütig werden, uns auch wieder zurücknehmen, das ist ja so überhaupt nicht Vogue im Moment, dieses Wort Demut. Ich glaube, es ist ein Schlüsselwort. Kannst du da noch einmal etwas dazu sagen? Also Demut kann natürlich so einen sehr irgendwie niederen Charakter haben.
so demütig, so, du hast keine Bedeutung oder irgend so ähnlich. Demut kann aber auch einen ganz starken Sinn haben, und ich verstehe es in diesem starken Sinn. Demut bedeutet im Grundsatz die Anerkennung, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und ich darf Mensch sein, und das ist wunderschön, dass ich nicht Gott sein muss. Und er hat mein Leben im Griff, er hat auch diese Welt, er trägt diese Welt, und das muss nicht machen. Nicht ich bin der Messias, Christus ist der Messias. Und diese Grundhaltung widerspiegelt sich dann natürlich auch im Miteinander, dass wir versuchen, einander zu unterstützen, Ebenbilder Gottes zu sein. Demut bedeutet, dass ich in dir Gott sehe, so wie du in mir Gott sehen kannst. Ja, und genau dort bin ich dann auch noch in meinen Gedanken weitergegangen. Ich habe mich in den letzten Jahren meiner Erziehungsarbeit als Mutter immer wieder ertappt, dass ich meine Wünsche, meine Vorstellungen auf meine eigenen Kinder projiziert habe. Ich mir vorgestellt habe, wie sie sein sollten, mir vorgestellt haben, der christliche Glaube, der mir so wichtig ist, für sie auch absolut selbstverständlich ist. Und zwei meiner Söhne sind mittlerweile erwachsen. Beide im Moment sagen sie, nein, mit diesem Glauben kann ich nichts anfangen. Das tut weh. Ich bin meinen Weg damit gegangen. Was rätst du jungen Eltern, die noch kleine Kinder haben, dass sie dort nicht hängen bleiben bei diesen Wünschen und Bildern, wie ihr Kind später sein soll? Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man Wünsche hat für die Kinder. Auch das können wir nicht unterdrücken. Und auch das wäre so wieder überheblich wie, nein, ich habe keine Wünsche für meine Kinder. Mein Kind kann machen, was es will und so. Das stimmt einfach nicht, das ist nicht ehrlich. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass wir als Eltern unsere Kinder prägen mit unseren Wünschen. Das gehört auch zur Ehrlichkeit, dass man das zulässt. Für mich ist schon die entscheidende, auch hier nochmals die Tatsache, die Kinder gehören nicht mir. Die Kinder gehören Gott. Theologisch und ethisch gesprochen ist Elternschaft ein Mandat. Ein Mandat heißt also eine Verantwortung, die mir für bestimmten Zeitraum übergeben wird. Und es ist ein Unterschied, ob eine Firma mir gehört oder ob ich als Verwalter eingesetzt bin für eine Firma. Kinder sind nicht eine Firma, die mir gehören, sondern quasi die mir anvertraut sind. Sie gehören Gott. Sie sind in Gottes Hand, ganz unabhängig, welchen Weg sie gehen. Und das bedeutet ja eigentlich, dass man Kinder vom ersten Schrei an loslässt. Ja, dieses Loslassen, da sind wir täglich gefordert, immer wieder. Vielen Dank für deine sehr spannenden Ausführungen und Erklärungen in einer sehr einfachen, direkten Sprache. Das habe ich sehr geschätzt. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen.